Viel häufiger ist jedoch der Typ-2-Diabetes, der leider oft erst sehr spät erkannt wird. Meist sind es durch Diabetes verursachte Gesundheitsschäden, die den Patienten zum Hausarzt führen. Diabetiker sind im Allgemeinen lebenslang auf medizinische Betreuung angewiesen. Partner des Vertrauens ist der Hausarzt. Vorsorgeprogramme unterstützen heute die Behandlung des Diabetes und tragen mit dazu bei, Folgeschäden zu vermeiden. Das spüren Sie auch? Ja. Gut. Zur regelmäßigen Gesundheitsvorsorge alle 3 Monate sollten folgende Punkte gehören: Blutdruck- und Gewichtskontrolle, Blutzuckerbestimmung, Kontrolle des Langzeitzuckerwertes HbA1c, die Untersuchung der Füße. Des Weiteren einmal jährlich eine Augenuntersuchung beim Augenarzt, die Kontrolle der Blutfett- und Kreatininwerte, eine körperliche Untersuchung sowie die Untersuchung der Gefäße und Nerven. Dauerhaft hohe Blutzuckerwerte führen zu Schäden an Nerven und Blutgefäßen. Es kann zu lebensbedrohlichen Folgeerkrankungen kommen. Da der Diabetes häufig schleichend verläuft, bleibt er oftmals unerkannt. Auf lange Sicht gesehen kommt es zu Schäden an den kleinen und großen Blutgefäßen im Körper, hierbei insbesondere an der Niere, an den Augen und an den Nerven. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der Diabetes zu den häufigsten Gründen für neue Dialysebehandlungen, Erblindungen und Amputationen der Beine steht. Hinzu kommen noch häufige Herzinfarkte und Schlaganfälle. Dies ist komplett verhinderbar, wenn der Diabetes frühzeitig erkannt wird. Sollten Sie einen hohen Blutdruck haben, erhöhte Blutfette aufweisen oder jemanden in der Familie haben, der bereits Diabetes hat, so sollten Sie sich über Ihren Hausarzt Gewissheit verschaffen, ob Sie selbst auch Diabetes haben. Denn ein aufgeklärter Diabetiker ist der beste Schutz, niemals irgendwelche Probleme zu haben.